Wir alle aber, die um seinen Tod trauern, erheben uns von unseren Sitzen. Meine Aussage ist wahr und ehrlich. In einem mittelgroßen Raum, hinter einem großen, einfachen Schreibtisch, auf dem eine Fülle von Akten sich türmten, hieß er mich in seiner herzlichen Art willkommen. Diesen offenkundig persönlich gestalteten Raum zierten keine schweren silbernen Rahmen um sogenannte Porträts. Wohl aber erkannte ich auf einem halbhohen Schrank in schlichte Rahmen gefasste Amateurfotos seiner nächsten Angehörigen. Unter den Mitarbeitern des Flickschen Unternehmensbereiches wird man nur sehr schwer jemanden finden, der persönlich bescheidener lebte und mehr in der Tagesfrohen arbeitete als Friedrich Flick selbst. Für sich beanspruchte er nichts. Du hast mit Rentnern dein Butterbrot geteilt. Du gingst im abgewetzten Anzug an den Rhein. Du hast Zigarrenstummel in der Pfeife aufgeraucht. Du hast von deinem Mercedes den Chrom abgemacht. Du warst so einfach, Friedrich. Ach. Dein Volk geliebt, du hast vor allem deine Familie geliebt, du hast sogar vor allem die Nazis geliebt und hast vor allem kaum noch ans Geschäft gedacht. Du warst ja so einfach, Friedrich. Etwa 1000 Jahre hat ihn so gern sein Hitler heiß geküsst. Der Weltkrieg kam und alles war so wunderbar. Doch leider kurz, wie's oft im Leben ist. Komm zurück, deine Klasse wartet auf dich. Schauplatz in Russland. Unter Lebensverachtung schlagen sich hier Tag für Tag unsere jungen Löwen für Flick und seine Bilanzen. Die Kampfkraft der großdeutschen Industrie kennt wieder einmal keine Grenzen. Es war ihm gegeben, zu neuen Ufern vorzustoßen. Er eroberte eine Welt, in die er nicht hereingeboren war. Ein Flick, ein guter Flick, der Wiener Marsch nach Russland und zurück. Dabei halfen ihm die Mitarbeiter, die er mit einer kinderischen Gabe aus eigenen Bereichen oder von außen zu holen, verstanden. Es lobt den Mann, die Arbeit und die Tat. Also erstmal 350 Millionen von Juden. Das der 1940 Auftrag gehabt für Granaten, Stück 24 Mark. Hat der Mann hingeschickt, soll verhandeln, 39,25 raus geht's. Dann haben die gesagt, nichts da, kann man schon überprüfen. Na gut, geeinigt, 37, top. Bis 1943 1 Million Stück produziert. Das sind 13 Millionen
Mark extra. Größter Bombenproduzent, größter Granatenproduzent. Ja, also, in diesem Sinne, leck heil. Die Geräuschlosigkeit, mit der er wirkte, dass er lautlos arbeitete. Leben und Werk Friedrich Flicks sind ein Signalfeuer am Weg der Wirtschaft. Rätsel, was ist das Schlimmste für einen Kriegsverbrecher? Das Kriegsende brachte den schwersten Rückschlag für den Mann und sein Werk. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor er mehr als zwei Drittel seines industriellen Besitzes in Mitteldeutschland. Stahlwerke Braunschweig und Hennigsdorf, Riesa, Eisenwerke Lauchhammer, Gröditz, der Weiterverarbeitung die ATG, den Maschinenbau in Leipzig, die Waggonfabrik in Bautzen, ferner die Hüttenwerke in Stettin und Saalfeld, das Stahlwerk in Döhlen. Das alles gehört heute der sogenannten DDR. Trotzdem oder gerade deshalb haben wir im Auftrag von Friedrich Flick so weit wie möglich die persönlichen Verbindungen mit unseren alten Belegschaftsmitgliedern durch Unterstützungen, anonyme Päckchen, Lebensmittel, Textilien ununterbrochen aufrechterhalten, soweit die Mehrzahl dazwischen nicht nach dem Westen ausgewichen oder verschollen. Besonders möchte ich heute hier Frau Else Flick danken, die sie in den letzten Jahren Karl Friedrich Flick außerordentlich. Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt hören wir Hermann Josef Abs. Herr Flick, Frau Flick, Trauerversammlung. Ich frage mich, was bewegt uns in der Betrachtung seiner Persönlichkeit? Sag es uns! Sein Lebenswerk, das ich nicht schildern will. Schon lesen und im Übrigen einer objektiveren Geschichtsschreibung überlassen, als sie derzeit denn in unserem ach so gequälten, geschlagenen Lande üblich ist. Ich erinnere mich meines Besuches beim Prozess in Nürnberg. Gegen sich selbst, vereinfachend, ja einfach, in Lebensart, wie wir gehört haben, im Sport nur dem Wandern, ja, ohne Passion, und im hohen Alter zur Stärkung des Kreislaufs, dem Holzhacken zugewandt. Reichte er Familienkreis und Freundeskreis. Fröhlichkeit, Anekdoten aus seinem Leben plaudern, die große aus der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands kleiner und menschlicher Meine Aussage ist wahr und ehrlich. 2, 3.
Friedrich Dick unternehmerisches Tun und Wirken. Hatte nichts mit dem bekannten Tanz um das goldene Kalb oder mit der Anbetung des Götzen Mammon zu tun. Der uns teure Tode war Unternehmer, weil er Unternehmer sein musste. Was ich damit sagen will, ist dies, dass so wie ein begnadeter Musiker musizieren muss, jeder echte Künstler in seinem Herrschaftsbereich nach Vollendung drängt, so haftet er auch seiner spezifischen Begabung etwas Genialisches an. Ich begegnete Friedrich Flick erstmals im Jahre 1950 nach seiner zurückgewonnenen Freiheit. Begeisterte Gesichter, staunende Arbeiteraugen. Ein Fabrikbesitzer baut mit seinen eigenen Händen aus dem Nichts einen Konzern auf. Leistung, Fleiß, Akkord, Unfälle, Abenteuer, Wiedersehensfreude mit alten Bekannten, steigende Umsätze, Wirtschaftswunder, beliebte Straßen, Panzer, Großaufträge, frohe Laune. Das ist die Welt des Profits, die Welt, die uns allen gehört. Unsere Welt des Friedrich Flick. Meine Aussage ist wahr und ehrlich, trotz die erst kurz zurückliegende Wirtschafts- und Währungsreform zeitigte die Entfaltung der Freiheit doch bereits erste Früchte. 1963. Der Geier wird 80 Jahre alt, erhält den ersten großen Rüstungsauftrag, macht die erste Massenaussperrung der Bundesrepublik und erhält die Goldmedaille im Ausbeuten. 3000 Jahre Ausbeuterordnung in einer Person. Als Monopolbourgeois stahl er ein Werk nach dem anderen. Als feudaler Diktator regierte er seinen Konzern. Als Sklavenhalter beutete er 50.000 Häftlinge aus. Friedrich Flick besaß in Wirklichkeit einen originellen Humor. In seinem Stahlwerk Gröditz wurden noch wenige Tage vor Kriegsende 186 Häftlinge erschossen. Sie waren krank. Ein Blutfleck auf der Weste? Kein Problem. Nehmen Sie einfach Bundesverdienstkreuz. Bundesverdienstkreuz erhältlich bei jeder Bundesregierung. Transparent der streikenden Arbeiter 1963. Multimillionär Flick, 1923 Kriegsgewinnler, 1940 Wehrwirtschaftsführer, 1945 verurteilt als Kriegsverbrecher, heute sperrt er Arbeiter aus. Flicks Thronfolge ist testamentarisch bis in das Jahr 2035 abgesichert, wenn nichts dazwischen kommt. Damit nichts dazwischen kommt, produzieren die Flickwerke Krauss-Maffei Panzer, Daimler-Benz Panzerschützenwagen, Militärschlepper, Motoren für Kriegsschiffe, Panzermotoren, Dynamit Nobel Sprengstoff, Maybach Motoren Militärwagen, Boderusche Eisenwerke Panzerzubehör, Gustav Genschow Munition, Bauer und Sohn Infanteriewaffen, Siebelwerke Flugzeuge. Konrad Kaletsch 1956. Flick hat eine tiefe Abneigung gegen jede Art Rüstung. Die CDU-CSU hat ihm geholfen, diese Abneigung zu überwinden. Die SPD ließ seine Erben jetzt mit dem größten Rüstungsauftrag in der Geschichte der Bundesrepublik Blut lecken. Siegerland war in seiner Jugend, kannte keine Sozialprobleme. Die Arbeiter waren zumeist selber im Eigenbesitz eines kleinen Hauses. Sie hatten ihr Gemüse, was sie brauchten, ihre Kartoffeln und hatten
eine Kuh oder eine Ziege, je nachdem, woran sie Spaß hatten. In jedem Falle waren die Leute verseucht und man hatte nicht kein soziales oder kein politisches Problem. Heute scheitert das alleine daran, dass die werkseigenen Wohnungen, die zur Verfügung gestellt werden, so billig sind, dass überhaupt kein Arbeiter auf den Gedanken kommt, noch sich ein Eigenheim aus eigenen Mitteln zu verschaffen. Zwischenbemerkung. Zugegeben, diese Leute sind sehr kalkhaltig, was sie aber nicht daran hindert, an der Macht zu sein. Der Geier hatte Milliarden auf dem Konto und Millionen auf dem Gewissen. Eine aus Bergen-Belsen, Flickt hat keiner Fliege was so leid. Sagt der aus Dachau, er konnte ja schließlich nicht alles selber tun. La 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 la. In unserem ach so gequälten, geschlagenen Lande wird systematisch in Massenmedien und der Literatur ein Typ geschildert: Verteufelung und Zwangswirtschaft. Weder Wachstum noch Wirtschaftlichkeit in einem Teil der Presse, die dieses System bei uns zu verteufeln suchen, die in kollektiven Massenwahn gefangen. Heute müssen wir wieder für die Freiheit in unserer Gesellschaft kämpfen. Heute müssen wir wieder. Eine düster verhangene Zeit. In unserem ach so gequälten. Hier spricht Friedrich Flick. Lieber ein Flick zu viel als ein Krieg zu wenig. Lieber ein Krieg zu viel als ein Geschäft zu wenig. Lieber ein Hitler zu viel als ein Pfennig weniger. Lieber eine CDU-CSU als gar kein Faschismus. Lieber eine sozialliberale Koalition als gar kein Milliardengeschäft. Lieber eine Volkspartei als eine Partei des Volkes. Lieber Brand in der Hand als rote Fahnen auf dem Dach. Heute müssen wir wieder für die Freiheit in unserer Gesellschaft kämpfen. Unsere Gegner sind die Gegner der Menschheit. Sie müssen vielleicht so sein, wie sie sind. Aber sie müssen nicht sein.